So, dann komme ich schon zu den Raketen. Ein Herzensprojekt vor allem von Georg. Bei den Raketen, wer schon an unserem Stand war, wird vielleicht gesehen haben, wir setzen da auf verschiedene Aspekte der Umweltfreundlichkeit, einfach um unseren Gegnern keine Argumente mehr zu liefern, aber auch einfach, weil es angemessen ist. Das heißt, bei den Kappen setzen wir auf Pappverschlüsse. Wir haben sehr kleine Treiber, was ja so ein bisschen gerade der Trend ist. Und wir nutzen für die Spitzen Pappmaché-Varianten. Aktuell noch in der Hülse der alten Weco. Hülsen sind aber bereits im Zulauf, im eigenen Design. Also ja, wie gesagt, Produktion der F2 läuft im November bei uns an. Dann würden wir jetzt starten mit der Rakete in der F2 als Pan-Variante. Ob mir gegebenenfalls nochmal jemand die Zeit zuwirft. Fünfzehn schon, ja? Die nächste Rakete, wie gesagt, wir haben uns ein bisschen den leisen Effekten verschrieben, ist ein Galapagos-Effekt in Rot. Also erst ein Regeneffekt. Okay, wir haben das ja auch geschrägt abgeschossen, ne? Ich würde das jetzt gerne verteidigen. Das Ganze nochmal in Grün. Wir sind schon bei 15, ja? So, die nächste Variante ist jetzt auch wieder eine leise Variante mit einer Magnesiumverwendung. Also alle drei, die jetzt geschossen worden sind, die sogenannten leisen Raketen. Jetzt kommt auch mal was mit Knall, wieder ein Wasserfall, aber mit Knall zum Schluss. So, jetzt die letzte Rakete. Jetzt muss ich kurz schauen. Das müsste jetzt die Prachtrakete sein. Ich kann es gerade nicht ganz lesen. Genau, jetzt kommt die Prachtrakete. Auch wieder mit einem endenden Blitzknall.